holen wir uns das Edelwasser zurück. Da brauchen wir hier, da brauchen wir jetzt wirklich die Kollegen hier. Nein. Kollege. Bisschen Kopf löschen. Sophia. Und dabei am besten nicht sterben. Und wir sind gestorben. Natürlich. Ah, schön, die Schnecke hat sie eingeholt. Na komm. Und jetzt. Das war wohl nix. Na komm, und jetzt über ihn. Und was denn? Stell ich dir wieder sehr gut an. Ja, das ist ja sehr schön. Einfach über ihm bleiben und es ist heute ein guter, heute ist ein guter Tag für Mario-Spieler. Ich stelle mich wieder an den abgelaufenen Joghurt, wenn jetzt mal Markus sagen. Ja, sehr gut. Und zack. Auf den Kopf. Und was nein. Er haut ab. Müssen wir vielleicht auf den Kopf springen oder was? Oh nein. Der ist auch schnell unterwegs. Meine Fresse, mein lieber Herr Scholli. Das wird so nichts. Perfekt. War's gewollt. Müssen wir uns nochmal so einholen. Ein bisschen, bevor die uns zerstören. Wo ist der Big Boss? Ach, dass wir den abspringen auf den Kopf. Das wird nie was, da müssen wir ihn in die Enge treiben. Na komm. Meine Fresse. Steh ich mir nur so blöd an, oder ist das? Ist das so unspaßig? Haben wir besiegt? Haben wir, wie es ausschaut. Dreifachmond und die... Und das Wasser, das Edelwasser kehrt zurück. Die Torpeden oder, wollte ich gerade sagen. Mir ist gerade der Name entfallen. Die Wasserstudel kehren zurück. Lila Monde. Und drei von der Sorte. Ein Multimond für dich. Das Glas ist halb voll. So will man jetzt haben. Das ist ein famoser Sonnenuntergang und mit den Fontänen und dem Edelwasser sogar noch schöner. Fontänen hießen sie. Ambosa scheint sich gar nicht mehr in diesem Land aufzuhalten. Wir müssen ihm hinterher. Dazu brauchen wir aber erst nur noch 2 Monde brauchen wir noch. 2 schöne Monde müssen wir bekommen. Tod
Hallo, Mark, Junge. Um Prinzessin Peach zu helfen, erstelle ein Inventarliste von den Orten, die in Powermonde befinden. Stellt das Finden von Powermonden dich vor ein Rätsel. Für 15 Minuten helfe ich dir. Ja. Aber noch ist nur weniger. Ach, da hinten ist ein Mond. Alles klar. Der Amiibo-Typ ist auch noch da. Wo ist die Karte? Da ist die Karte, da müssen wir hinter hier. Ah, da können wir doch fliegen hier bis zum Spam-Shop. Hier in der Nähe. Hier war der Mond irgendwo. Hier haben sie es eingetragen. Nee, hier Shops. Ich nehme mal so ein wieder. Irgendwo unter Wasser vielleicht ein Mond. Muss mal hinuntertauchen. Um Monde zu finden. Ein Cheep-Cheep kapern. Sehr schön. Da ist eine Flagge. Die können wir uns erstmal holen, die Flagge. Check the point. Meereskram Ost. Gibt es doch bestimmt ein oder mehrere Monde für mich. Die ich bisher nur noch übersehen habe. Aber bestimmt vorhanden sind. Na komm, zwei kleine Mondchen brauche ich noch. Sind da Münzen? So. Ein Mond für Mario. Na toll. Und hier können wir mit dem Na toll, jetzt ertrinken wir hier auch noch. Chip, chip. Ich dachte, wir können hier mit der Sphinx reden. Geh woanders hin. Soll mit Mario hinkommen? Oder was? Hier muss doch ein Mond sein. Definitiv muss hier ein Mond sein. Hier ist Goldenes. Da sind ein paar Münzen. Ich habe doch was gerade leuchtend sehen. Hier nicht irgendwo ein Mond. Suche ich an den falschen Stellen. Ich merke schon. Im Kram, wo keiner ist. Irgendwo anders liegen Monde offensichtlich begraben. Vor unserer Schnauze. So, hier Meeresboden ab. Meeresgraben. Hier können wir ein bisschen die See erkunden. Auch nicht schlecht. So kann man auch seine Parts füllen. Der Tod hat uns doch schon gezeigt, wo was ist hier. Muss das noch hingehen? Shop.
Die Schaumschränke versteckt. Verschreckt. Können wir uns auch Mone kaufen. Warum nicht? Wenn wir sie nicht finden, wenn wir voll sein wollen, einen können wir kaufen. Ach, nur einen. So Mist. Müssen wir noch einen finden. Verkürzen wir das auf jeden Fall erstmal. Nein. Nein. Ist heute wirklich nicht mein Tag. Piratenuniform. Ist gekauft. Jetzt umziehen. Piraten Mario. Arr. Oh, hey, Pirat. Okay. Wir haben Sticker freigeschaltet, aber einen Mond benötigte ich noch. Was gibt's hier? Ja, einen Mond, dass wir so hochgeklettert sind. Ich fürchte nein, aber das war's wert. Falsche Richtung. Ich muss doch irgendwie, das ist. Bin jetzt hier, da drüben soll der Mond gewesen sein. Es ist doch hier. Verhext. Okay, uha. Mond. Unter Nessie. Ach, deshalb war es beim Shop markiert. Unter dem Shop. Ich würde aber erstmal auftauchen. Trägt den Mond mit sich. Und Mond für dich. Merci, Dory. Ach, Dory. Ja. Und wie auch immer. Merci, Dory. Und jetzt so eine Blume hier. Genau so eine. Obwohl, wir könnten hier auch mal kurz Halt machen. Unsere Münzen ausgeben, jetzt umziehen. Hat der Pirat lange gehalten. Sehr lange hat es gehalten. Sehr schönes Urlauber-Outfit. Matrosen-Outfit können wir uns nicht leisten. Ein bisschen ein Sticker auf die Odyssee. So muss das. Sehr schön. Haben wir erstmal hier ein paar Souvenirs gekauft. Mario im Urlaubsfeeling. Sehr schön. Kommt hier relativ spät. Aber lieber spät als nie. Zurück zur Odyssee. Können wir schnell Reise machen. Odyssee. Zack. Dann haben wir das Strandland jetzt abgeschlossen. Zack. Mal schon einfach los können. Ins nächste Land. Und da ist ein Mond. Direkt hinter der Odyssee. Wie ich das richtig sehe. Das ist ja der Wahnsinn. Odyssee ist leistungsfähiger. Vom Küstenland ins Polarland. Da hört der Urlaub auch schon auf. Es sei denn, ihr wollt ein bisschen Skifahren. Dann geht's in Eiseskälte. Da bin ich genau richtig an. Da ist Mario genau richtig angezogen für. Nicht. Auf geht's. Willkommen zurück übrigens zum neuen Part Super Mario Odyssey. Ich
Ich hab jetzt da nicht übersehen, dass da irgendwas noch reingeschnitten werden musste, was irgendwie, ja, werden wir mal sehen. Lang nicht mehr gespielt. So, das Edelwasser. Okay. Auf ins Polarland. Da sollte ich mich vielleicht, bevor ich rausgehe, nochmal umziehen. Mal schauen, was ich da im Schrank habe. Dass wir hier nicht in Schlotter kommen. Mit unserer Badehose reingehen. Ja, hier nur mit Badehose und Hawaii-Hemd angezogen. Geschenk vom Totenlieb. Ja, der Mario kühlt sich doch noch. Das ist unser Lieblings-Superheld hier. Es ist schnell rein hier. Wir kühlen uns in dieser Sommer. Keine Batterie. So, was haben wir hier? Flieger-Outfit. Naja. Das müsste irgendwie reichen. Immerhin. Das müsste warm genug sein. Das hat einen Pelz. Das müsste. Müsste ausreichen. So, hier schön warm eingepackt. Eingemurmelt. So. 10 Sterne benötigen wir hier. Na dann. Schauen wir mal, dass wir hier nicht einfrieren, dass wir hier nicht eingeeist werden. So, da müssen wir hin. Okay. Das ist mal ins verschneite, vereiste Land hin. Okay, aber ins Ungewisse. Das Eis hier, was befreit werden muss. Oha, so kommen wir also wieder hoch. Verstehe. Kommt raus, auch schnell, okay. Dann wollen wir auf Dauer frieren, wie es ausschaut. So, Kinder, kalt hier. Ein bisschen können wir drin bleiben, aber gar nicht zu lang. Ein sehr schönes Klirren hier. Eiszapfen. Man sieht ja kaum was. Das ist ja alles. Der Schneesturm tobt. Doch wer die Sicht. Der löst sich das ja auf, nachdem wir den Boss gelöst haben. Boss besiegt haben. Unter dem Schnee rumoren. Das werden wir hier gleich sehen. Oh. Wir sind reingestürzt. Oha. Schlotterkommen-Siedlung. Hallo. Hast du uns erschreckt? Wir sind derzeit allein ein bisschen angespannt. Willkommen den Schlotterkommen. Hier ist nicht mehr so verstummt. Nur noch eisig, aber nicht mehr so. Okay. Hinweiskunst. Da finden wir einen Stern oder was? Auch die Musik hier mal wieder herrlich. Gehst schon? Na dann, tschüss. Okay, hier geht's wieder hoch. Hier gibt's Eiszapfen. Nein, nicht Eiszapfen, Schneeflocken. Schneeflocken sind hier die Regionalwährung. Okay, da müssen wir irgendwie hochkommen. Das ist der erste Mond. Ein Mond für dich, eingangs zu den Schlotterkommen. Sehr schön. Und eine Stange Münzen. Sehr schön. Haben wir schon Shops oder nicht? Ja, hier ist der Shop. Wenn du Souvenirs, dann bist du hier genau richtig.
Ja, noch haben wir vier. Vier Ortsmünzen, aber wir können es trotzdem schon mal gucken, was es hier gibt, wenn wir dann das Geld haben. Für 15 gibt es hier ein Schneeoutfit. Das können wir hier sehr gut gebrauchen. Und den Sticker für die Polaren-Sticker für die Odyssee. Und auch andere Andenken. So, was gibt es Neues in dem Shop hier? Eine coole Mustermix-Kappe und Mechanikermütze. Jo. Für das Regionale müssen wir hier nochmal 15 Münzen zusammen sparen. Dass wir noch ein bisschen auf die Suche gehen. Dass wir hier die Münzen finden. Ah, ich dachte, da gibt's was. Gibt's ein Herz? Ein Herz für Mario. Okay. Bin mal vorsichtig, bevor ich hingehe. Erstmal hier nachfragen. Da ist Bowsers Schiff. Als Spurstote. Okay. Hier ist immer noch dunkel. Da ist es hell. Und zweifelt immer in die helle Richtung gehen. Schneebedeckter Berg. Oha, da ist sehr eisig. Wie hoch? Oh, da gibt's drei weitere Schneeflocken. Violette Schneeflocken. Pink sind sie nicht. Ach komm. Wir wollen noch mal Outfit als Souvenir mitnehmen. Wir haben den ersten Fail hier in diesem Part. Also zumindest in dieser Landschaft hier. Ist sehr schön. Das wäre irgendwie durch die Eis-Schneemassen finden. Eis ist das nicht, Schnee. So, hier mal rüber. Und da hoch. Sehr gut. Hier noch Münzen und ein Herz sammeln. Jetzt nochmal hoch. Oha, was haben wir hier? Schon der Bosskampf. Es ging ja schnell. Sind wir schnell hingekommen. Hey, hey, die Zuckergussrote gehört jetzt uns. Anscheinend verbindet der Boss, der Chef, keine positive Erinnerung mit Torten. Egal, unser Job ist hier ist jedenfalls erledigt. Der Lunatsch. Haben wir den nicht schon mal? So, besiegen wir den jetzt. Na komm, hier hoch. Alles hier ein bisschen rutschig. So, mal gucken, wo man hinkommt. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu weit weg. Nein, gar nicht. Ein paar Münzen einsammeln. Okay. Ein Herz haben wir noch. Könnte eigentlich mal Herz gebrauchen. Sehr schön. Den Münzen lassen wir liegen. Einfach erstmal abhauen. Hier das Wichtigste. Dann Hut abwehren. Und zack, auf den Schädel. Auf die Rübe. Und besiegt. So schwer war es gar nicht. Ein Hund. Noch kein Multimond, der kommt später noch. Und bis noch einen speziellen Bosskampf. Aber hier erstmal ein Mond für dich. Das Schneeberg-Hindernis. Okay.
Okay, da öffnet sich ein Tor. Mysteriös. Gut, da kommen wir wieder heraus. Macht der Mond werden, wird die Hindernisse öffnen. Okay. Und weiter hier. Da ist jetzt offen. Wir müssen noch weiter kämpfen. Oha, hier gibt es einen gähnenden Abgrund. Hier ist ein gähnenden Abgrund. Aha, hier müssen wir mal hin. Hier gibt es wieder eine Münzen. Sehr schön. Pass mal auf, dass wir nicht in den gähnenden Abgrund reinfallen. Oha. Und noch nicht getroffen werden von den Beißerchen hier. Wir müssen auch noch gucken, dass wir hier die Monde kriegen. Die Mondstücke. Und da hinten sehe ich noch einen. Da fehlt noch einer. Die können wir als Treppe benutzen. Okay. Oha, hier gibt's weniger Sterne. Weniger Münzen. Nein. Wandsprung kann ich doch. Okay, da ist gar kein gehender Abgrund. Oh nein. Pass auf, Mario. Nicht zu hektisch. Oha, 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 oha. Das muss hier noch ein bisschen geübt werden. Das Springen muss noch geübt werden. Na komm, hierher. Da gab es wahrscheinlich ein Monster da drüben. Oben muss doch irgendwas geben. Und warum geht der hier so hoch? Hier kommen Langhangeln. Da gibt es etwas. Ein Mond. Also das ist der Mondteil, das fehlt mir noch. Das habe ich noch immer so. Schatz in der Eiswand. Auch nicht schlecht, nehme ich auch. Ich bräuchte noch einen. Autsch. Ich bräuchte noch einen Mondteil. Da ist es. Ich sehe es. Müssen wir noch zum Mond kommen, der da oben ist. Sehr schön. Nicht so oft ins kalte Wasser springen. Das ist zwar warme Sache, mein Mario, aber auf Dauer auch nicht ratsam. Fingst hier noch eine Erkältung ein. Bis zu Corona-Zeiten. Nicht so gut. Keine gute Idee. Oha, 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 oha. Springen muss man können. Springen will gelernt sein. Hol dir den Mond. Das Eismauerhindernis. Sehr schön. Da haben wir auch schon Vierer. Ah, okay. Das Rätsel bringt wieder eins. Dann haben wir jetzt noch zwei. Wenn ich das richtig sehe, haben wir noch zwei Rätsel gemacht. Okay, da ist dunkel.
Noch zwei Hindernisse, bleib dran.